das geht nicht so ganz. Okay, ja. Ja, wir sind hier im wunderschönen Weinheimer Schlosspark und natürlich gibt es in so einem öffentlich zugänglichen Park auch immer wieder Leute, die sich daneben benehmen oder sich so benehmen, dass sie leider auch mal Dinge kaputt machen. Das geht bis zu einem gewissen Maß, muss man das vielleicht als Parkbetreiber ertragen, aber in dem Fall war das Maß jetzt wirklich voll, war eine rote Linie überschritten, weil die Toiletten, die man hier im Hintergrund sieht, wurden an mehreren Tagen hintereinander, wurden die Türen eingetreten, beschädigt und was noch viel schlimmer war, weil da bewegen wir uns noch im Bereich des Vandalismus, aber noch was viel schlimmer war, die benachbarten Büro-Glasscheiben wurden zertrümmert und das kann man durchaus als Einbruchsversuch werten und damit war wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht. Das bisschen Geduld, das noch da war, nach vorgehenden Fällen war wirklich aufgebraucht und die Stadt Weinheim hat sich entschieden, jetzt durchzugreifen. Wir dulden keine Gewalt an unserem Schlosspark und wir dulden auch nicht solche rücksichtslosen Menschen in dem Park. Für viele Menschen, die sich nicht mit dem Thema intensiver beschäftigen, ist es wahrscheinlich so, dass sie denken, na, da hängt mal einfach eine Kamera an den Baum. So sind wir in Deutschland nicht. Ich sage, so sind wir in Deutschland auch erfreulicherweise nicht. Wir sind hier kein Überwachungsstaat und wenn jemand was Böses im Schilde führt, ist er trotzdem noch in einem, hält er sich trotzdem in einem Rechtsstaat auf. Das haben wir zu respektieren. Und die Stadt macht es sich damit überhaupt nicht einfach, sondern geht immer damit an die Grenzen, was sie gerade rechtlich darf. Und das ist gerade für eine Kommune ja nicht ganz unentscheidend. Wir dürfen keine Gesetze brechen, nur weil andere das tun. Und deshalb halten wir den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ein. Es gibt einen Sicherheitsdienst, jetzt wird abgeschlossen. Es gibt andere Maßnahmen und erst dann können wir vor einem Richter auch verantworten, wenn wir eine Kameraüberwachung machen, aber auch erst dann. Und dazu stehen wir auch. Ja, also die 7 Schlossparktore, so viele sind es an der Zahl, werden also abendlich bei Einbruch der Dunkelheit von einem Sicherheitsdienst verschlossen. Also das darf man sich auch nicht so einfach vorstellen. Der Schlosspark ist dann ja oft auch noch frequentiert. In der Tat auch natürlich von sehr verständnisvollen Menschen, es sind ja auch Gott sei Dank in der Überzahl, aber auch von Leuten, die das gar nicht einsehen. Das heißt, es ist für den Sicherheitsdienst auch nicht so einfach, den Schlosspark gewissermaßen abends vor Toreschluss zu räumen gewissermaßen. Es bedarf mancher Überredungskunst, also weil wir hatten schon die ein oder andere Anfrage von Leuten, die sagen, ach, gegen ein kleines Entgelt mache ich das dann abends auch. Der Pressesprecher hätte sich auch gerne was dazu verdient, aber wenn man dann mal einmal auf der den Sicherheitsdienst begleitet und merkt, welche Diskussionen und teilweise doch auch harte Argumentationen geführt werden müssen, dann überlässt man das lieber den Profis. Ja, also die nächtliche Schließung ist der nächste Schritt, den wir jetzt unternehmen. Wir haben die Hoffnung, dass es funktioniert. Wir haben damit auch schon Erfolge, weil wir haben das schon einmal gemacht in einem Sommer der vergangenen Jahre, als es schon einmal schwierig war in der Situation. Das hat geholfen. Deshalb glauben wir, es hilft diesmal auch. Wir haben dann jetzt nach diesem größten Einschnitt dann tatsächlich die technischen Überwachungsmöglichkeiten zu prüfen und gegebenenfalls einzuführen, dann sind wir erst recht zuversichtlich, dass das funktioniert. Alles, was darüber hinausgehen müsste, also quasi eine Verbarrikadierung des Schlossparks wie in einem Hochsicherheitstrakt, das wollen wir nicht, da wollen wir auch gar nicht daran denken. Da haben wir das ist nur rein theoretisch eine Möglichkeit, aber nicht in der Praxis. Da haben wir die große Hoffnung, die große Zuversicht, dass das nicht erforderlich sein wird.